Geht es um analytische Arbeitsbewertung? Und gefragt wird hier nach zwei Dingen. Einmal, was ist der Grundgedanke? Und die zweite Frage bezogen auf die analytische Arbeitsbewertung ist, welche Verfahren gibt es? Also ausführlich können wir sagen, was ist der Grundgedanke der analytischen Arbeitsbewertung und welche Verfahren gibt es? Machen wir das mit den Verfahren direkt als erstes. Es gibt das Rangreihenverfahren. Achtung, es gibt auch noch ein Verfahren, das in die andere Kiste, nämlich summarische Kiste gehört. Das ist das Rangfolgeverfahren. Ja, hier ist es das Rangreihenverfahren, das ist das analytische Verfahren. Und dann gibt es das Stufenwertzahlverfahren. Wie die funktionieren, habe ich in anderen Videos erklärt. Und der Grundgedanke der analytischen Verfahren, da muss man nur das Wort Analyse nehmen. Was bedeutet Analyse? Analyse bedeutet Zerlegung. Der Grundgedanke hat also zu tun mit Zerlegung. Zerlegung in was? In einzelne Anforderungsarten. Die analytischen Arbeitsbewertungsverfahren bewerten also nicht den Arbeitsplatz als Ganzes, wie die summarischen Summe, ja, als Ganzes summarisch es tun, sondern sie zerlegen in einzelne Anforderungsarten. Anforderungsart A1 körperliche Belastung, Anforderungsart A2 geistige Belastung, was immer, ja? Sie zerlegen in einzelne Anforderungsarten und dann werden diese Anforderungsarten hier getrennt bewertet. Ja, mal für jede Anforderungsart einzeln findet man eine getrennte Bewertung. Hier unterscheidet sich die Art ein bisschen zwischen dem Rangreihenverfahren und dem Stufenwertzahlverfahren. Das Rangreihenverfahren bildet hier eine Skala von 0 bis 100% und ordnet die Arbeitsplätze für diese Anforderungsart zu, während das Stufenwertzahlverfahren hier Stufen bildet, niedrig, mittel, hoch, mit Wertzahlen, 15, 15 Punkte zum Beispiel, und dann diese Punkte vergibt für die Anforderungsart des Arbeitsplatzes. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.